Was geht ab, meine Amigos? Hier ist euer Genia Vogue 3. Willkommen zu meiner Serie 50 Cent Back to the Business Road to America. Heute sind wir mit der vierten Folge am Start. Wir sind heute gelandet in Montreal. Und da seht ihr schon meine verdammt geile Mannschaft. Nicht. Ja, wir haben Silberspieler haben wir 6. Wir haben einen Bronzespieler, das ist der Becker, ein Kanadier. Und wir haben natürlich eine Legende am Start. Das ist einmal der Drogba mit 81. Dann hätten wir noch einmal Piatti, glaube ich, heißt der. Ja, Piatti. Und dann hätten wir noch als Goldspieler den Seaman. Und natürlich unser Star Curtis, ja, alias Diouf. Da bin ich schon gespannt, was ich für Gegner bekomme. Ich hoffe, wir können rasieren, rasieren, rasieren. Und da haben wir schon einen Gegner gefunden. Mit Zenit-Trikots. Welches Spiel? Ich spiele mein Weiß. Und Neymar's Haircut heißt der Typ. Okay. Der hat ein Silver-Team. Ein Power. Und da bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen. Eigentlich eine ganz, ganz geile, ich glaube, das ist eher so englisch zweite Liga war das, glaube ich. Und wir haben Drogba, und da seht ihr auch gleich 50 Cent mit seiner Rücknummer. 50, ist klar, ne? Und gut Kick. Und wir werden den Magic Stick rausholen und die alle kaputt machen, hoffentlich. Ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall verkacken. Dritte Minute, sein erster Schuss, aber wir haben hier Debusch drin, ne? Und Piatti. Piatti sieht Chip. Chip sieht gar keinen. Er sieht einfach gar keinen. Schön in den Raum gepasst, wo keiner steht. Das ist immer sehr, sehr, sehr nice und richtig geil. Und komm, Toya, 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 Toya. So, ja, und er sweatet und macht das Ding rein. Und das ist das 1:0 vor der Gegner. Ich habe das Gefühl, wir werden irgendwie mit Montreal, da habe ich kein gutes Gefühl. Piatti, langes Ding, auf. 50, 50, lauf, Junge, lauf. Ballrolle, Ballrolle, sauber. Und hoch rein, drehen, schießen, Tor. Nicht, fick dich. Reinhold Messner hat ihn gehalten. Und da ist 50 Cent. Kurzes Eck, nein! Nochmal mit links, nein! Boah, vergeigt das, dieser Vollidiot. Und boom. I got the magic stick, I love that. Und mach dein Salto, jawohl, und so macht man das. Zack, Schussfinte, Ecke raussuchen, platzieren. Top. Schön, fehlt nur die Schleife, mein Freund. Fehlt nur die Schleife. Und weiter geht's. Komm, wir müssen aggressiv bleiben, aggressiv und umrucken. Zack, nein, nein, nein. Und Debusch halt den. Debusch. Der heißt Debusch, aber hat eine Glatze. Das finde ich auch geil. Drogba, Drogba, setz dich durch, die Legende. Und Piatti, Piatti. Und nein! War das Becke? Nein, das war nicht Becke. Wer war denn das? Schieb! Also, wir kommen langsam näher an den Gegner. Das ist schon mal sehr gut. Becke, Becke, Junge, was ist denn da los? Die blöden Steine, du. Also, ich hätte nicht gedacht, ich dachte, der wäre besser, weil der natürlich aus jeder Distanz schießt. Bilanz ist top. Und weiter geht's, zweite Halbzeit. Los. Los, los, nein. Ich hasse Anstöße, ey, ohne Witz. EA, ihr seid so. Alter, Debusch hält ihn. Ich will gerade EA fertig machen, aber Debusch, Junge, der steht einfach wie Debusch. Und unser. Jawohl, Junge. So will ich das sehen. Katze, Blättchen. Nein. Junge, der Busch, der hielt sich tapfer. Piatti,
Piatti, wo ist denn 50 Cent? Piatti macht das alleine! Der Torwart hält. Becke. Junge, der Becke ist für nichts zu gebrauchen. Kanadier gleich. Ah, er kommt von Kanada. Oh Mann, nee, Miss Becke. Nein, er geht durch, komm, auch nicht rum! Was ist das denn? So ein lächerliches Tor, da kann auch De Busch nichts machen. Der hat ihn eigentlich geil abgewehrt, aber dann kommt der Ball doch irgendwie rein. Dann kann man da so springen, aber egal. Ja, ist klar, Football oder was, mein Freund? Wow, guck mal, meine Haare sind super schön. Schiri, jetzt aber rot und weg. Drogba, na, am Kopf muss ich mal der Bodycheck. Wehr dich doch mal, du Sack. 50, kann er den verwandeln? Nö. Mal gerade schön hier, komm bitte rein in meinen Kinderausgang, da ist es schön warm. Wir versuchen es mit angedreht. Oh, der wäre vielleicht noch aufs Tor gegangen, vielleicht, weiß ich nicht. 82. Minute, wir machen totalen Angriff und hoher Druck. Wir machen die volloffensive Taktik. Und da ist Oyongo. Oyongo, Junge, Oyongo. Ja, der grätscht rein, weil er Schiss hat. Und wir fummeln ihn aus. Spielen zu Becker. 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 Junge. Warum schieße ich überhaupt mit Becker? Ja, ist klar. Busch, Junge. Wir gehen ins Tor. Busch, Busch. Oh, da hat er schön mit der Ast berührt. Mann, ich kann weinen. Ich kann jetzt weinen fangen an. Das kann's nicht sein, Junge. Das kann's nicht sein. Fick dich. Gucken uns kurz die Bilanz an. Ja, weiter, weiter. Socials Robot. Mhm. Ja, eigentlich wären Unentschieden verdient oder beziehungsweise Sieg. Sieg, ne? Ja, ist halt so. Kann man machen? Nix. Kann man machen? Nix. Naja, scheiß drauf. Wir sehen uns gleich im nächsten Spiel. So, Amigos, das erste Spiel haben wir weiter verloren. Finde ich einerseits sehr, sehr, sehr unverdient. Aber kann man machen? Nix. Ja. Wir fangen an mit Gegner Nummer 2. Wir suchen auf 1, 2, 3. Da haben wir den Sven FC oder Schalke FC. Und wir haben Glück, wir können auch unsere blauen Trikots ausprobieren. Oh, der hat aber eine echt gute Mannschaft. Ich würde niemals Coutinho, niemals das Defensiv reinpacken. Naja, also der hat Lukaku, Dybala, Khedira. Ja, der hat ein bisschen was verwechselt. Er wechselt sie bestimmt im Spiel, definitiv. Er geht gleich auf Pause und wechselt das. Also der hat eine echt gute Mannschaft. Und wir fangen auch sofort an. Gut, Kick und nein! Und Lukaku wird aufgehalten. Und Piatti. 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 Wir sweaten. Nein! Nein! Vollidiot! Lupfer hätte ich machen müssen. Schon abseits, ne? War das abseits? Ja, es stoppt ein bisschen, hakt. Nein, ich Idiot, ey. Hätte ich mal alleine machen müssen. Oh, kurzes Eck ausgesucht, der junge Mann. Und verkackt. Und Piatti. Da ist er. Und der marschiert da durch. Noch ein. Und legt ihn nicht ins Tor. Was soll denn das? 50, Junge. Der hätte drin sein müssen. Jetzt wechselt er. Komm. Ja, das ist doch nicht wahr. Warum bricht denn der ab? Als Bonus gebe ich euch noch ein Spiel. Weil das war echt scheiße. Wir haben, glaube ich, 10 Minuten gespielt, wenn es hochkommt. Wir hätten den eigentlich besiegen können. Ist auch egal. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt, glaube ich,
178 Abonnenten, also total krank, also richtig, richtig geil von euch, vielen Dank. Ich habe jedes Video, nicht irgendein Video, unter 20 oder 30 Likes, das ist auch richtig, richtig geil. Ich habe mir überlegt, ich wollte hier ein Special machen mit 500 Abonnenten oder halt ein Abo-Special. Okay, wir haben Gegner gefunden, machen wir schon mal, ja, ich möchte gerne blau spielen. Und 500 Abonnenten ist natürlich schon ein hartes Ziel. Ich will euch natürlich schon vorher belohnen. Ist okay, ist ungefähr meine Mannschaft gleich. Und ich werde das entweder bei 250 starten oder bei 200. Muss ich mir nochmal überlegen. Ich habe schon eine richtig geile Idee. Und ich werde sowieso natürlich ein Infovideo machen, ist klar. Ich werde dann irgendwas Schönes machen und ihr könnt dann euch anmelden, aber es wird alles im Infovideo stattfinden. Ja. Und er macht das 1:0. Er macht das 1:0. Bitte keine zwei Siege, ist doch lächerlich. Zwei Niederlagen, ist doch kacke. Naja. Und De Busch hält. De Busch hält und. Ja. Sehr nice, du Vollidiot. Okay, von ihm auch. Und da ist er. Unser Star. Er kann sich gegen Galva, oder was weiß ich, wie der Typ heißt. Aus so einem Winkel! Ball ist drin. Ecke. Abstoß. Wow. Fehler von ihm. Wir machen das. Danke. Sehr nice. Und er macht wieder sein Flicky-Flacky Rückwärtssalto. Richtig geil. Und da ist einer der Verteidiger. Und Becke. Becke, der einzigste Bronzespieler. Und mein Gott, was hat der da drauf? Und 50 Cent. Zack, Schussfinte. Und drinnen! Ich wusste es von vornherein, dass der Magic. Vorsicht, da war ein Holzbrett und bist du gefallen. Der Hammer, ehrlich. 2:1. Ich hoffe, der bricht nicht ab. Becker. 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 Nein, er macht das. Der Bronzespieler macht das 3:1. Hammer. 1:0 zurückgelegen und schön nachgelegt. Buja! Wieder Becker? War das wieder Becker oder war das Donald Trump? War das Becker? Wieder Becker, Junge! Mein Bronzespieler, der macht 50 Cent der Konkurrenz. Unglaublich. Der kommt irgendwie durch. Oh mein Gott. Was hat er für Stelzen? Donald Trump. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben hier so viele Promis auf dem Spielfeld. Und wir passen uns durch. Der Gegner kommt damit gar nicht klar. Piatti. Nein, wie kannst du den nicht machen? Da. Ja, ist ja klar, das ist für uns. Ist. Mal gucken, ob er jetzt abbricht. Oh, der hält ihn. Nicht wundern, er kann ruhig ein Tor machen, weil mein Laptop ist leer. Ich kann nicht aufnehmen. Ich kann nicht aufnehmen. Ich hoffe, der geht jetzt nicht aus. Das ist die ganze Aufnahme für den Arsch. So, wieder geladen. Und er hat nichts draus gemacht. Gott sei Dank. Komm, hau ihn rein. Nein, ich hab schon drin gesehen. Du Pfosten. Oh Mann, 50, das kannst du doch nicht sein. Jetzt aber. Da ist der Hattrick oder beziehungsweise der Dreierpack. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, für uns ein Erfolgserlebnis, weil wir haben mit ihm noch kein Dreierpack gemacht. Der haut richtig geil rein. Also ich kann euch den Spieler nur empfehlen. Klar, ich spiele jetzt gerade Just for Fun, aber der Typ hat Körper, Dribbling ist bei ihm nicht so gut, ich glaube 68 oder so. Passt es bei ihm auch nicht so gut, aber dafür ist er extrem schnell und hat einen verdammt geilen Abschluss, muss ich ehrlich sagen. Und die Juff, kurzes Eck. Mein Gott, wie hält er den? Ich habe volle Kraft geschossen.
werde Lenin gehalten, Alter. 50! Nein! Ich habe mich schon gefreut. Alter, heute ist auf jeden Fall der Chancentod. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gespannt, wie viele Schüsse der hat. Ja, ist klar, dass ein Verteidiger dann durchläuft, oder was? War sowas von klar. In diesem Video, in dieser Folge, haben die Gegner zweimal abgebrochen. Zweimal. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das ehrlich nicht verstehen. Wir gehen mal ganz kurz in die Bewertung. 50 Cent hat 9,3, hat 3 Tore. Torvorlagen hat Drogba 2, hat er ein bisschen aufgezeigt. Schüsse. Alter, der hat 11 Schüsse in der Partie. 11. 11 und 7 halt aufs Tor. Sehr, sehr nice. Der hat 11 Schüsse, wir haben insgesamt 15. Bedeutet, der hat Becke 2. Aber krass. Wir haben auf jeden Fall Montreal besiegt und das war Montreal für... Also auf jeden Fall waren wir in Montreal sehr erfolgreich. Also das erste Spiel haben wir verkackt. Leider unzurecht, ja, beziehungsweise unverdient verloren. Aber manchmal ist es halt so. Kann man machen, nix. Wir sind jetzt auch am Ende, meine Amigos. Falls euch die Serie oder die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da. Und wenn ihr mich nicht abonniert habt, ihr wisst, wo ihr klicken sollt. Irgendwo da unten auf Abonnieren. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Ciao.